Hallo Leute, ich bin der Tobi und herzlich willkommen zum Stellaris Entwickler Tagebuch Nummer 235 und in diesem Tagebuch geht es vor allem um den aktuellen Zustand der KI und Pläne, wie und in welche Richtung sich die KI zukünftig noch entwickeln soll. Der Verfasser dieses Tagebuchs ist Guido und er fängt mal damit an, uns zu erzählen, eine ganz großartige Geschichte, und zwar, dass einer der QA-Mitarbeiter, der Quality Assurance-Mitarbeiter, geschrieben hat, Achtung, well, the AI just kicked my teeth in on Commodore 40 years into the game. Und das ist ein richtiger Erfolg, weil jemanden von der Quality Assurance zu schlagen in Stellaris ist absolut nicht einfach. Das heißt, dass die KI sich wesentlich verbessert hat und wie er auch sagt, es hat sich im Vergleich zur Version 3.0 und 3.1 jetzt bei 3.2 bereits um einiges verbessert. Nach wie vor gibt es aber den ganzen Haufen Defizite und auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Eines der Probleme der KI ist zum Beispiel, wenn sie als leeren Bewohner spielen und Mineralien benötigen, wissen sie nicht, dass sie ihr Habitat ja am besten auf Mining Stations bauen sollen. Außerdem führt es zu einem Teufelskreis, wenn sie gleichzeitig keine Nahrungsmittel und keine Konsumgüter mehr haben, weil die KI keine Methode hat, da wieder eigenständig rauszukommen. Das letzte Problem, das hier aufgeführt wird, ist, dass sie nicht wissen, wie sie mit eroberten Planeten umgehen sollen. Wenn man zum Beispiel eine Schmiedewelt hat, dann können die damit nicht umgehen. Die können nicht mit Bestimmungen von Welten umgehen. Ja, Schmiedewelt, Verwaltungswelt. Da weiß die KI einfach nicht, wie sie am besten damit umgeht. In welche Richtung wird sich aber die KI zukünftig entwickeln? Zum einen, jede KI hat einen wirtschaftlichen Plan. Die sagen, okay, wir möchten ein monatliches Einkommen von plus 500 haben. Und dann richtet die KI ihren Plan dementsprechend aus. Aber wenn sie diese 500 erreicht hat, hier steht jetzt nicht dran, was es ist, ja, ob es Credits sind, oder ob es Mineralien sind, vielleicht gilt es einfach insgesamt. Jedenfalls, wenn dieses Cap von plus 500 erreicht ist, dann wird die KI das nicht weiter erhöhen. Und das ist klasse, das ist ein super Verhalten, sagt Guido. Und zwar bis ins Midgame hinein. Aber um gegen einen Spieler im Late Game anzutreten, hat sie auf diese Art und Weise keine Chance. Deshalb, so ist der Plan, dass man diese wirtschaftlichen Pläne der KI bis in die Unendlichkeit hochwertet. Also wenn sie mal 500 erreicht haben, plus 500, dann werden die Ziele einfach höher gesteckt. Und der zweite Punkt, den er jetzt hier erwähnt, ist, dass man eben gerade die Planeten spezialisieren kann. Die KI sollte in der Lage sein, Planeten zu spezialisieren. Die sollten eine Generatorwelt machen, eine Industriewelt, eine Schmiedewelt, eine Mining World, was auch immer. Und die KI sollte einfach wie ein Spieler handeln und agieren und genau das bauen, was sie braucht, wenn sie neue Planeten kolonisiert. Das wird dann auch so weit gehen, dass die KI anfangen wird, auf den vorhandenen Planeten die Distrikte neu zu arrangieren, um den Ressourcenoutput von jedem Planeten eben zu optimieren. Und zwar speziell auf das, was der Planet dann eben kann. Und Guido sagt auch, die haben schon angefangen, ein paar Testrunden zu machen mit einer KI, die sowas kann, und es sah eigentlich ganz gut aus. Und da gibt's verschiedene Welten, da gibt es Hybridwelten, ja, wie ihr hier seht jetzt. Es gibt dann aber auch Welten, wo er die Distrikte umbaut, um Generatorwelten zu machen, wie hier jetzt zu sehen. Oder hier, eine Industriewelt wird gemacht. Und das konnten sie früher nicht und das können sie jetzt schon. Die KI hat außerdem ein Problem damit, wenn sie auf einem Planeten Roboter hat, die richtig zum Arbeiten zu bringen, weil sie gerne mal ein Forschungsinstitut baut für die Roboter. Aber Roboter können keinen Forschungsjob machen. Roboter können das nicht. Droiden, die nächsthöhere Stufe, die können das auch nicht. Synthetische, die können das dann. Außer man hat sie ausgestoßen. Wenn sie ausgestoßen sind, dann können sie das nicht, aber ansonsten können die tatsächlich als Forscher arbeiten. Synthetische, aber davor die Stufen, keine Chance. Die KI breitet sich außerdem auch nicht optimal aus. Wenn sie nämlich ein Forschungsschiff schicken in ein angrenzendes System, um es zu erkunden, dann wird da kein System mit Planeten priorisiert,
sondern die schauen einfach so rum und nehmen, was sie kriegen können. Also wenn die jetzt was haben mit Planeten, fliegen die nicht extra dorthin. Wenn sie das aber machen, ja, dann wird sich ihre Ausbreitung um einiges beschleunigen. Außerdem verwenden die ihre Legierungen viel lieber dafür, ihre Korvetten abzugraden, anstatt Kolonieschiffe zu bauen. Ist ja klar. Wenn man diese kleinen Sachen insgesamt ein bisschen verbessert, dann wird die Ausbreitung der KI, die Expansion, um einiges schneller gehen. Oje, und dann zieht euch warm an. Ich zieh mich warm an. Oh mein Gott. Ein weiterer Punkt ist bei Maschinenimperien, dass sie ein Problem haben mit Dienstleistungen, weil die nicht wissen, wann mit den Dienstleistungen genug ist, ja, oder wann man das noch ein bisschen erhöhen sollte. Wenn sie nämlich genug Dienstleistungen haben oder so viel, dass es da keine Probleme mehr gibt, dann sollten sie vielleicht die Jobs auf andere Dinge wie Mineralien oder Legierungen umverteilen, was sie aber scheinbar momentan nicht machen. Und der letzte Punkt, da sind diese vorher bereits angesprochenen Teufelskreise, dass wenn sie eben ein Defizit haben an Konsumgütern und an Lebensmitteln zum selben Zeitpunkt, dann können sie keine Konsumgüter-Jobs bauen, weil man dafür Essen braucht, und sie können keine Essensjobs brauchen, weil man dafür Konsumgüter braucht. Wie ich finde, ein hochinteressantes Thema, weil das eben gerade zeigt, dass eine KI noch ganz, also so eine Spiele-KI noch ganz weit von einer echten KI eben entfernt ist. Ich finde das total interessant. Ihr wisst ja, KI ist mein Thema ein bisschen. Ich finde es mega, mega spannend, Leute. Okay, der letzte Punkt jetzt hier, den wir haben, da geht es darum, unsere KI-Alliierten zu verbessern. Und jetzt schaut euch mal diesen Knopf hier an. Kennt ihr den noch? Kennt ihr ihn überhaupt? Ich muss sagen, ich habe ihn eigentlich nie benutzt. Der heißt nämlich Vorausfliegen. Und da geht es normalerweise darum, dass eben die anderen Flotten, die wir haben, dieser Flotte folgen und dann gemeinsam eine wesentlich größere Flotte bilden. Ich habe das noch nie benutzt. Hochinteressanter Knopf, den können wir mal ausprobieren in einer der nächsten Staffeln oder sogar einer der nächsten Folgen schon. Es geht nämlich darum, dass wenn man diesen Knopf aktiviert und man hat KI-Verbündete, dann sollten deren Flotten, die mit einem gemeinsam im Krieg sind, automatisch der Flotte folgen, was momentan wohl nicht geschieht. Wenn das aber aktiviert ist, dann haben Alliierte wieder eine wesentlich stärkere Bedeutung, weil man eben ihre Flotte mit den eigenen dann kombinieren kann. Was mega sinnvoll ist, absolut, absolut klasse ist das. Dasselbe, das gilt dann auch, wenn eine Krise kommt, dann wird es genauso sein, ja, dass wir gemeinsam dann kämpfen, entweder in unserem eigenen Territorium oder im Territorium unserer Alliierten. Das wird richtig gut. Außerdem wird es so sein, dass wenn die Alliierten Schiffe schicken, dann müssen wir keine 58 einzelne kleine Schiffchen verwalten, sondern die werden die zu großen Flotten verschmelzen. Immerhin. Es folgt noch ein kleiner Ausblick auf die Zukunft, und zwar wenn diese kleineren Problemchen, die jetzt hier in diesem Entwicklertagebuch beschrieben wurden, behoben sein werden, dann gibt es auch andere Möglichkeiten, was sie noch machen könnten, und zwar, dass man der KI Persönlichkeiten gibt, dass man zum Beispiel sagt, okay, ein militaristisches Imperium wird sich bei der Forschung mehr auf Waffen und neue Schiffstypen konzentrieren und Pazifisten dagegen mehr auf Wirtschaft und vielleicht gerade auf die Upgrades der Sternbasen, mit denen man dann feindliche Flotten wunderbar aufhalten kann. Außerdem ist es so, dass zum Beispiel ja, eine spiritualistische Gesellschaft wird sich mehr auf Einheit konzentrieren, Materialisten dagegen mehr auf Wissenschaft zum Beispiel, je nachdem, welche Ideologie sie angehören. Das soll es dann auch schon gewesen sein für dieses Entwicklertagebuch. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr lasst ein Like da, ihr lasst ein Abo da, ihr schreibt einen Kommentar. Ich freue mich auch sehr gerne, wenn ihr bei Stellaris zuschauen möchtet. Momentan sind wir bei Staffel 7, Folge 42. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag, meine Lieben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.